EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat ihren Green Deal als Europas neue Wachstumsstrategie verteidigt. Wörtlich sagte sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er wird die Emissionen senken und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen und unsere Lebensqualität verbessern. Wir wissen, dass wir es schaffen können. Mit dem umfassenden Gesetzgebungsprogramm zu Energieversorgung, Industrieproduktion, Verkehr und Landwirtschaft soll Europa binnen 30 Jahren klimafreundlich umgebaut werden. Gedacht ist die Ankündigung als Signal an den EU-Gipfel am Donnerstag, bei dem es auch um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 geht. In der spanischen Hauptstadt kritisierte die schwedische Aktivistin Greta Thunberg derweil die Regierung gerade wohlhabender Staaten für ihre Untätigkeit in der Klimakrise scharf. Das heißt, dass wohlhabendere Länder ihren Teil leisten müssen, viel schneller klimaneutral zu werden und dann anderen, ärmeren Ländern dabei zu helfen, das Gleiche zu tun, sodass Menschen in weniger wohlhabenderen Teilen der Erde einen höheren Lebensstandard haben. Thunberg mahnte im Plenum in Madrid davor, noch 30 Jahre zu warten, um Klimaneutralität zu erreichen. Sie appellierte an die Regierung, umgehend konkrete Maßnahmen einzuleiten, um die Erderwärmung einzudämmen.